So, jetzt sind schon wieder bestimmt 2 Monate vergangen, seitdem wir aufgenommen haben. Und das war nicht mal wirklich eine Aufnahme, sondern nur ein Fail. Also wir sind immer total pünktlich dabei und so, es ist gar kein Problem. 2 Monate, was ist das schon? Also. Wir sind auch noch voll die Pros in diesem Spiel. Mhm. So pro, dass wir uns fragten, wie die Steuerung geht, das ist echt gut. Nee, Steuerung habe ich kein Problem. Aber... Achso. Nein! Ich krieg das hier einfach nicht hin, da nach oben zu kommen. Ich bin sogar zweimal am Stück dahin gekommen. Ich weiß, dass ich das in der Fail-Aufnahme geschafft habe bis unten, aber da hat es dann aufgehört. Hast du das echt? Ja, du hast es dir, glaube ich, gar nicht mehr angeguckt. Nee, ich glaube nicht. Ich bin irgendwo unten bis zur Lava gekommen, aber das war's dann. Ach ja, richtig, du hast ja bei mir so extrem rumgebackt. Genau, so war das ja. Genau, ich habe ja irgendwie gesagt, dass du dann in die Tür backen sollst oder so. Da unten im Ziel quasi. Na, das war dumm, das war mir zu dumm. Ich habe kein Timing. Was? Du musst unten springen. Ja, ich habe es gerade gemerkt, als ich verreckt bin. Das ist toll. Das ist wirklich das klasse, muss ich schon sagen. Weißt du, so schön synchron rein. Und wir krepieren auch noch beide. Wenn du jetzt durchkommst, will ich auch durchkommen. Pass auf. Ja, natürlich. So. Was? Ja, war gut. Moment, wo... Ah, da ist eine Plattform, okay. Oh nein. Wo kam hier denn Lava? Ach. Stimmt, das ist ja dieser Ab... Hä, das sieht voll unmöglich aus. So, und jetzt? Da musst du drücken, wenn du da oben bist, definitiv. Ja, jetzt kommt aber der Scheiß-Part. Vor allem, ich gucke gerade auf deinen Charakter und spiel momentan überhaupt nicht. Ich trau mich nicht. Irgendwie... Ach scheiße, da ist so die Kackkanone, stimmt. Was? Ich hab überlebt. Nein! Was zum... Oh, Mann. Das ist doch reiner Selbstmord hier. Das stimmt, das ist das letzte Level, das hat das so an sich. Irgendwie, ja, aber ich trau mich einfach nicht mal irgendwie zu springen. Ah. Nein! Ich wusste es, ich hab's gesehen, du bist irgendwie... Scheiße. Ey, das ist richtig für'n Arsch. Oh Mann, das ist Folter. Ich will nur dieses Level abschließen, mehr will ich nicht. Ja, dann habe ich ein Let's Play-Projekt beendet. Es ist mein kürzestes, was läuft, toll. Ich habe sowieso zu viele laufen. Wenn man irgendwie alles mitberechnet, bin ich bei 5 bis 6 Projekten. Das ist so viel. Du hast fast so viele wie ich? What the fuck? Das ist ja, ich glaube, es sind 7, wenn man alles mitberechnet. Also es ist einfach zu viel. Es ist viel zu viel. Wenn man überlegt, dass ich momentan nur ein Projekt aktiv weitermache, dann ist es voll für den Arsch. Wirklich. Ey, was war... Nein, dummer Stachel. Es leckte schon wieder gerade leicht, aber ich glaube, das sind so die üblichen Turbulenzen. Oh. Güte. Ey, ich hasse das mit der Kurve da. Ja, das ist echt unnötig. Ja, cool. Mhm. Auf jeden Fall steht fest, wer auch immer bis zum Ziel kommt, läuft direkt rein. Also, ich werde da definitiv nicht warten. Denn da ist eine Kanone. Also, ich habe jetzt nicht so Lust, wenn ich überhaupt mal dahin komme, der Kanone auszuweichen, bis du es möglicherweise schaffst. Irgendwie nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh. Ja, vor allem sind da 2 Kanonen. Bitte was? 2, eine über dem Ziel direkt. Mhm. Und die da links. Die links ist, glaube ich, das größere Problem. Mhm. Oh. Ja, 2 doofe ein Gedanke. Oh, das ist doch echt eine Tortur, was soll das denn? Aha. Der Anfang ist einfach nur lästig. Ja, das bis zum Kreisel-Ding, na, das ist echt unnötig. Dass man das immer wieder machen muss, das ist einfach ätzend. Ja, cool, mhm. Ja, toll, sind wir beide da. Ja, nein! Klasse. Nein!
Oh. Das ist so gefühlt 5, ja, noch nicht mal 50% kommen bei diesem Rotationsding an. 5% kommen, wenn dann überhaupt da. Was? Was war unten das an. Denn? Ich habe keine Ahnung, warum war ich da? Und 1% kommt vielleicht da unten und das ist einfach für'n Arsch. Ja, guck das an, ich hab doch kein Timing, wann ich da jetzt. Ich hab da auch kein Timing, ich mach das einfach nach Gefühl. Klasse. Ja, irgendwie. Ich mach's einfach, wenn ich meine, dass es richtig ist und das ist meistens nicht richtig. Was? Ich hab's sogar ohne zweiten Sprung geschafft. Das ist mir zu unsicher. Also ich hab's jetzt irgendwie, weil ich den Sprung vergessen habe, trotzdem geschafft. Boah. Dieser Sprung ist aber echt ein Abfall. Nein! Irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass du das Level hier irgendwie beenden wirst. In Bloody Trapland, weiß ich nicht. Ich sag in diesem Spiel so ein bisschen. Ich habe ein paar Level mehr als du gemacht durch diese Race-Dinger, aber das ist auch schon wieder 3 Monate. Ach ja, stimmt. Du hast doch auch mal Challenges und so gemacht, ne? Naja, habe ich dir ja gezeigt. Stimmt, genau. Ja gut, ich habe halt nur das gemacht, was hier wirklich in LP vorkommt. Das ist die Sache, ja. Ja, und danach haben wir Anti-Jammer. Das weiß ich noch. Stimmt, ja, das, ah, wunderbar. Das war wirklich geil. Oh, Stacheln. Ich brauche keine Akupunktur. Und du hast ja mal eben Mega Man durchgespielt. Stimmt. Da war ja was. Ja, Mega Man ist irgendwie so mein Metier, aber das hier, das. Nee, irgendwie nicht. Also, ich habe ja auch mal meine Glücksmomente hier und. Ey! So ganz grottig bin ich wohl auch nicht, aber sobald auch. Sobald du zu weit links auf diesem Trampolin bist, kannst du es vergessen. Ja. Ja, die Sache ist auch noch, wie soll man von da abspringen? Toll. Cool. Ich finde das so, ja, cool. Du bist direkt drüber gesprungen, ja. Ja. Ich war übereifrig. Ey. Wenn nur ein Drittel meiner Versuche überhaupt da hinten ankommt, wie soll ich denn dann überhaupt da unten hinkommen? Du zuerst. So. Tschüss. Well, that escalated quickly. Hä, warum kannst du denn doppelt springen? Du hast einen Doppel-Doppelsprung gemacht. Nee, hab ich nicht. Ich bin drauf, vor dem Trampolin gesprungen und wenn du auf dem Trampolin hast du wieder einen Sprung frei. Ach so, deswegen, weil das Bodenkontakt ist, okay. Oh. Ja, das war jetzt nicht mein Plan. Ach so, man kann ja. Ich sehe schon in Part 80 oder so. Skillt hier einer von uns einfach mal so durch. 80? Ist das optimistisch? 8, das wird länger als Memorial und LP, definitiv. Also, wenn das so weit kommt, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich will das zu Ende führen. Also. Ich habe ja genau dieselben Prinzipien wie du. Ich breche nichts ab, das ist einfach so. Ja, das ist ich das muss Schlimme. Es zu Ende haben. Prinzipien sind böse. Ja, das ist einerseits ein Problem, andererseits aber auch toll. Wenn man ein LP von uns guckt, dann kann man sicher sein, dass es beendet wird. Früher oder später, also. Ja, früher oder später. Ich muss so an Spiral Knight denken, das steht jetzt fast ein Jahr brach. Ich habe das letzte Mal für Slender 2012 aufgenommen, das geht eigentlich. Also, da kommt noch was vor meiner Rente, definitiv. So im Sterbebett. Ich hab's irgendwie geschafft. So zu meinem Kind. Führe bitte Slender zu Ende. Das ist mein Lebenswunsch. Was ist Slender? Ja. Ah, ich krieg diesen Sprung nicht mehr dahin. Der ist aber auch kacke. Also wenn wir hier irgendwas zustande bekommen, dann sind es dumme Sprüche und Philosophieren über die Zukunft, definitiv. Aha. Wow. Vielleicht brauchen wir wieder eine WM und... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber hey, 4 Jahre? Ist ja kein Problem, ne? So lange können wir erwarten. Dann wäre Bloody Trapland wahrscheinlich das längste LP bisher, aber egal. Ey.
Dieser Anfang ist so eine Tortur. Oh, Stachel, wirklich jetzt. Ja. Ja, super. Was ist das überhaupt für ein Timing, Mann? Timing, Mann. Timing am Anfang, meine Güte. Aha. So, dann. Ach du Scheiße, was ist das eigentlich für ein Mist? So, jetzt kommt der Scheiß wieder. Nein. Ach, da, ah, da überlebst du, okay. Die eine Kanone ist ja statisch, die macht also nur. Aber hiernach ist alles für'n Arsch. Bis ja, irgendwie schon. Der erste Block. Ich würde mir das echt ganz genau angucken und ich gucke schon wieder dir zu. Das ist so quasi ein LP in einem LP. Ey, das ist. Ich glaube, das muss. So muss ich die Folge nennen. Das LP im LP. Ey, das ist doch zum Mäuse. Mach du das. Ja. Na, was ist das? Da, da, da. Ich hab Angst. Ja, das war's mit mir. Das war ein bisschen freulich. Diese Pendel müssen wirklich nicht sein. Was? Ja. Die, okay, die Pendel sind zum Stachel krepiert und ich, weil ich auf dich gesprungen bin. Auf die Pendel sind zum Glück noch human, wenn du an die einen denkst, die ich dir gezeigt habe. Wo man, wo die genau in der Mitte sein müssen, damit du überhaupt rüberspringen kannst. Stimmt, stimmt. Oh, das war so schrecklich. Oh, was? Ich hab mich doch gar nicht irgendwie. Hey. Ja. Aha, aha, ja. 90% gehen schon am Anfang kaputt. Ja, eben, das ist das Problem. Von den Verbleibenden kann man sich eigentlich gar nicht mehr leisten zu sterben. Super, dass ich nicht gesprungen bin. Hm, kam direkt da einer hoch? Ah ne, er ist tot. Was? Oh. Du denkst, du bist tot, ist es aber nicht und kriegst es trotzdem. Kacke. Warte, tot. Oh, gut. Ja, also hast du gut gesagt. Beide gleichzeitig. Ja. Und das ist schrecklich. Ey. Das ist traurig, dass wir in 20 Parts oder sogar in 19 oder 18, ich weiß es jetzt nicht genau, bis hier hinkommen, bis zum quasi Ende des Spiels und jetzt noch genauso viele brauchen, um das letzte Level abzuschließen. Das könnte durchaus passieren, ja. Ja, eben. Wobei, was war überhaupt bisher der Rekord? Ich glaube, einen Part haben wir doch schon mal komplett an dem Level verschwendet, oder? Mehr als das. Echt? Mehr? Mehr. Wenn ich hier dran denke, dass der eine Part, glaube ich, 45 Minuten lang war, war es eigentlich schon mehr. Ach, stimmt, da war, ja, da war ja was. Hust, hust. Was? Das, ich bin da durchgeglitscht. Ja, genau. Doch, doch. Ich mache jetzt wieder einen auf Schweb und gehe ins Ziel. Ich habe Angst. 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 Ey, dieses Timing ist nicht vorhanden hier. An der Stelle. Gibt's hier überhaupt ein perfektes Timing? Moment, Moment, warte, warte. So. Unten so. Links bin ich sicher. Also wenn die Stacheln. Ja. Die Stelle ist scheiße. Die sind alle scheiße ab da oben. Oh cool. Mir schreibt gerade ein Kollege, das ist cool. Ihm ist gerade voll kalt. Ich glaube, das sieht man in der Aufnahme. Deswegen habe ich Steam Chat ausgestellt. Moment, fuck, was hätte ich auch machen sollen? Ja, yes. Kannst du nach dem Part machen. Ja, wahrscheinlich. So lange dürfte der auch eh nicht mehr gehen, oder? Ich weiß nicht, was unser Schnitt war, aber ja, dauert noch ein bisschen. So 15 bis 20 Minuten hatten wir eigentlich als Schnitt, oder? Eher so 20. Ja, dann haben wir noch. Ja. Obwohl, ich weiß noch, als ich andere Sachen aufnahm, als zum Beispiel Achievements aufploppten, die waren in der Aufnahme nachher gar nicht zu sehen. Das ist teilweise sehr komisch. Ach, hast du das auch schon gehabt? In Resident Evil ist das bei mir sehr komisch. Manche Achievements wurden angezeigt und manche einfach gar nicht. Ja, das ist total seltsam. Super, jetzt spielt noch jemand Don't Starve.
Was? Da bin ich nicht sicher! Was ist das eigentlich da für ein Mist-Timing am Anfang? Da ist, also, ab dem Punkt, wo ich mich immer hingehockt habe, ist alles für den Arsch. Moment, ganz in der Ecke kann man also nicht bleiben. Nein. Und da erreicht einen dann dieser Stachel da, der sich dreht. Ja, ganz knapp noch. Ah. Heißt, ab der Plattform unter dem Spike-Block bist du gearscht. Ja, da oben kannst du eh nicht bleiben, weil dich dann der Stachel erwischt und der seitlich kommende aus der Wand, dann die Blöcke. Obwohl, es gibt noch einen, es gibt einen sicheren Block, aber der ist, das ist der drittletzte. Moment, der Block, der erste geht nicht wegen des Feuerballs, der zweite geht auch nicht. Zweierlei wegen des Stachels. Der letzte ist der sichere Block. Aber kann die Kanone dich da nicht schon erreichen? Wenn du hockst. Diese Kanone ist eh der größte Mist da am Ende noch. Ich hoffe, die ist wirklich nur zierde und nicht so wirklich störend, wie sie aussieht. Denn meistens war es mit den Kanonen so, wenn du im richtigen Takt springst, dann machen die eigentlich nichts. Ja, aber dafür musst du den richtigen Takt erstmal finden und dafür musst du erstmal da hinkommen. Und die Sache ist, wenn du den richtigen Takt nicht hast, kommst du ohne Kanone überhaupt ohne den richtigen Takt da durch oder nicht? Wenn du eh den richtigen Takt brauchst, dann ist die Kanone eigentlich nur zierde. Wenn du es so oder so machen musst. Erstmal muss ich da hinkommen. Diese Einblendung, ich muss den Streamchat definitiv ausmachen beim nächsten Mal. Wenn ich wenigstens bis da hinten jedes Mal kommen würde, dann wäre alles viel toller. Oh. Was ist das? Ich will maximal bis zum Trampolin gekommen, dann bin ich krepiert. Also bis nach unten komme ich schon wieder relativ häufig. Ja, das ist gut. Ich komme teilweise zum Trampolin, das war's dann aber auch. Ja, super, krepiert. Naja, das war zu weit nach rechts gelenkt. Oh, wow. Ich Timing verkackt. Oh, wirklich jetzt? Spiel, reg mich nicht auf. Momentan habe ich irgendwie nicht mal Frust, es ist einfach nur Kacke und ich weiß, dass es so ist, deswegen reg ich mich nicht auf. Wow. Super, das war klasse. Ich glaube, ich würde mich eher aufregen, wenn ich so weit wie du komme oder sogar noch einen Tick weiter und dann krepiere. Dann würde ich mich aufregen. Ey, da unten komme ich nicht mal jedes Mal. Nein! Okay, das war das Weiteste, was ich bisher schaffte. Wow. Ja. Ich mag die Kanone am Ende. Jetzt ach, was? Was muss man denn machen, wenn man auf diesem Trampolin ist? Das macht nach rechts lenken. Direkt oder komplett, ja, oder? Komplett, ja. Sonst macht das irgendwie direkt so einen Instant-Kill. So ziemlich, ja. Mach du zuerst, du warst auch zuerst da. Okay, das war lächerlich. Das war der lächerlichste Tod überhaupt. Das war die Kunst. Wow. Oh, okay. Da musst du laufen und springen. Der Punkt ist scheiße, weil du musst, du musst in die Lücke fallen und springen. Ja, stimmt, okay. Aber ich kann wenigstens sagen, dass ich mal bis da unten kam. Kannst du dir jetzt drauf einbilden? Ja, immerhin. Also wenn du das Level schaffen solltest und ich nicht, dann kann ich immerhin sagen, hey, ich kam bis da unten und nicht nur bis zum Anfang. Ich muss mich immer wieder an diese Sache mit dem Ankh erinnern, bei der ich einfach mal so sagte, ich habe zwei Probleme und dann irgendwie da durchkam, während ich das noch sagte. Das war ja, ich erinnere mich noch. Theoretisch ist es gar nicht so schwierig, dahin zu kommen da unten. Praktisch, aber irgendwie schon. Ja, es ist einfach eine Tortur, die nervt. Wenn man denkt, man stirbt und dann schon die Steuerung irgendwie lässt, dann ist es irgendwie noch am behämmertsten. Das war jetzt
so richtige Aussätze. Oh, wie beide sind da drauf gelandet. wir stehen beide auf der Plattform. Oh, die Stachel kommt tot. Klasse, wirklich gut, ja. Ich sehe schon, das wird richtig schnell zu Ende gehen, das LP hier. Definitiv. Oh, Plattform, wie toll. Ah, oh. Oh, wirklich. Das war dumm. Das war noch dümmer. Weißt du, wenn wenigstens Bloody Trapland vorbei ist und dann von mir aus noch Tomb Raider und dann von mir aus noch, keine Ahnung, irgendwas anderes, was lange schon irgendwie abgeschlossen wurde, dann können wir noch mal ein anderes Let's Play machen. Das wird hoffentlich auch lustig. Aber ich weiß nicht was. Magica. Wie wär's mit Rockman No Consensi? Das kannst du gerne alleine machen. Ah, achso. Schade. Nein, ich dachte dann irgendein Jump and Run, aber nicht so ganz extrem arschig. Schon schwierig, aber nicht so hackmäßig. Also schon was Machbares. Wie hieß denn das? Ich wollte jetzt das Schlimmste, was ich gesehen habe, was man nur als Tasser schaffen kann, sagen, aber mir fällt es einfach nicht ein. Also ich glaube, Item Abuse oder so ähnlich heißt der Hack-Dingskirchen. Alter, wenn du dir das gibst. Also das, das Schlimmste, was ich kenne als Hack, das ist Marios Masochistic Mission. Das geht echt nur, wenn du, ach Gott, wie war denn das? Ja, genau, Task Tool Assisted. Anders kriegst du das nicht hin. Ja, das ist bei Item Abuse genauso. Abartig. Ja, du hast, ja, bei Kaizo hast du ja wenigstens noch Zeit. Und zwar wirklich viel. Aber es ist schon sau schwierig. Aber bei Marios Masochistic Mission hast du wirklich eine perfekte Zeit, in der du es schaffen musst. Alter. Und dann halt noch eine abartig schwierige Level-Sache. Also, es ist eigentlich nicht möglich, wenn man spielt. Das ist echt nur über Tools. Ja, Item Abuse ist darauf ausgelegt, weil du musst den Panzer fangen und werfen und fangen und werfen und das 50.000 ja, Mal hintereinander. Genau, das ist bei Marios Masochistic Mission auch an der Stelle. Und da musst du zusätzlich noch Geistern und so Shit ausweichen. Das ist richtig krank. So, jetzt bin ich wieder an der Kackstelle. Was? Was ist das denn? Ey, ich hab hierfür einfach kein Timing. Oh. Ja, fick dich doch, du hässliche Kanone. Ach, das war die Kanone. Ich dachte jetzt schon, woran bist du gestorben? Ich hab's mich jetzt wirklich gefragt. Für mich sah es so aus, dass du einfach in der Luft zerfetzt wurdest. So einfach so tot. Ist man auf dem Block sicher? Auf welchem? Nein. Auf dem ersten nicht, nein, das hatte ich mir auch schon gedacht, aber... Ich glaube, zweimal geht die Lava hoch und dann muss man da weg sein. Hm. Man könnte ein bisschen warten, ja, die Frage ist, ob dir das was bringt. Ja, auf jeden Fall hat man die... Man müsste vor allem darauf achten, wie oft das vorher hochgesprungen ist. Richtig. Müsste jetzt der Part nicht so langsam lang genug sein? Ja, ich will jetzt noch einmal... Ja, ich auch. Wenn wir es jetzt schaffen, ne? Nein. Ja, genau. Du hast es verschrieben. Super. Okay. Bis dann. Bis dann.